Hier im thüringischen Greiz begrüße ich heute ein millionenschweres Brüderpaar. Sie sind auch bekannt als Die Amigos. Die beiden haben Millionen verkauft. Jeder Schlagerfan kennt sie. Jeder Schlagerfreund hat bestimmt eine Platte von ihnen im Haus. Und heute ist nicht nur eine CD-Präsentation der besonderen Art. Nein, die Jungs stellen noch was ganz Besonderes vor. Hallo Karl-Heinz. Ja, grüß dich. Ja, wir stellen was Besonderes vor. Es gibt heute zum ersten Mal ein Amigos-Bier. Ein Schluck Freundschaft heißt das. Und wie das alles zusammenhängt, das lasst ihr lieber von meinem Bruder, der ist Brauer gewesen und Melzer in der Brauerei. Und er kann dir das erklären, wie das jetzt zusammenhängt mit dem Bier. Ein Amigos-Bier heißt aber nicht, dass ich immer ein Bier brauche, um Amigos Musik genießen zu müssen, oder? Ja, auf gar keinen Fall. Zustande gekommen ist es, dass ich meinen langjährigen Arbeitskollegen und Freund Thomas Schäfer, der bei uns in der Liche Brauerei gearbeitet hat, nach langer Zeit wieder einmal getroffen habe. Irgendwann vor 2 Jahren kamen sie mal auf mich zu und sagten, Mensch Thomas, du hast doch jetzt eine Brauerei, wir würden so gerne ein eigenes Bier machen. Können wir das denn nicht mit dir mal testen und entwickeln? Und das haben wir dann gemacht, haben wir dann über 2 Jahre entwickelt, haben uns immer näher herangetastet an das, was wir eigentlich wollten und was uns zusammen gut geschmeckt hat und haben dann jetzt dieses Amigos-Zwickel entwickelt. Gut, bleiben wir ehrlich, dieses Rantasten war wahrscheinlich auch ein Ranschmecken. Und da ist natürlich wahrscheinlich so mancher Tropfen natürlich auch die Kehle heruntergeronnen, oder? Das ist richtig. Ne? Wenn, muss man es ja auch richtig testen. Wann weiß man, ob es wirkt? Ja, am nächsten Tag. Das haben wir dann den Sony-Leuten erzählt. Und als wir zusammengekommen sind, und die haben sofort, ja, wow, das ist was. Das passt auch zu uns. Mit unserem Slogan, ein Schluck Freundschaft, trifft jetzt genau den Nagel auf den Kopf. Und ich denke, unsere Fans, die sind begeistert. Jetzt sagt man ja auch immer, neue Liebe, neues Glück. In dem Falle neue Plattenfirma, neues Album. Wer hat eigentlich die Idee zu euren Texten? Die Ideen kommen meistens von uns. Wir haben vor einigen Jahren eigentlich alle CDs noch selber getextet und auch die Melodie dazu gemacht. Aber du weißt, mittlerweile sind wir so unheimlich viel unterwegs, dass wir einfach manchmal die Zeit nicht haben. Es werden uns auch viele Lieder angeboten von verschiedenen Interpreten. Und da sind manche dabei, die man gebrauchen kann, manche eben nichts. Muss natürlich zu den Amigos passen, es muss ein Amigos-Sound werden. Und wir haben einen Produzenten, den Michael Dort, der ist einfach genial. Der fühlt mit uns, das ist genau seine Richtung. Und er macht Texte und Melodien, die genau zu uns passen. Wie lange habt ihr jetzt an der neuen Platte gearbeitet? Ein Vierteljahr haben wir gearbeitet an dem Album. Ich habe mir heute auf der Fahrt hierhin noch mal einige Amigos-Lieder angehört, auch aus dem alten Bereich. Kann man sagen, dass ihr auch Geschichten schreibt, die praktisch wirklich aus dem Leben sind? Das ist ja unser Ziel, dass wir einfach unseren Fans mit unseren Liedern eine Botschaft überbringen wollen und sagen einfach, ihr identifiziert euch mit unseren Liedern. Viele sagen, was ihr da singt, da finde ich mich selber wieder, es ist mir passiert oder es kann mir passieren oder ich weiß jemanden, dem das passiert ist. Oder dass wir auch ja, Lieder schreiben aus dem Leben, die das Leben betrifft. Und ich glaube, du brauchst heute nur mit offenen Augen durch die Straße zu gehen und da hast du jede Menge Material, um irgendeinen Text für ein Lied zu finden und zu machen. Weil wir ja nicht nur über die heile Welt schreiben, sondern auch ja, Tabuthemen aufgreifen wie Obdachlosigkeit, den Tod zum Beispiel oder Kindesmissbrauch. Da werden viele sagen, oder viele haben gesagt, wie kann man solche Texte machen, da haben im Schlager nichts zu suchen. Da greife ich mir doch an den Kopf. Aber was wollen wir denn schreiben? Sommer, Sonne, Wind und Meer und Urlaub, den sich kaum noch einer leisten kann in unserem Land. Also schreiben wir doch über Themen, die Menschen betreffen. Mit so etwas berührt ihr ja auch die Menschen, ganz klar, auch mit diesen sensiblen Themen. Gibt es auch Leute, die dann zu euch kommen und sich genau dafür bedanken, dass ihr diese Themen aufgreift? Das haben wir schon oft erlebt. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da kam eine Frau nach dem Konzert zu uns, eine ältere Dame, und bat uns, ob wir nicht mal nach dem Konzert 2 Minuten Zeit hätten für sie. Da habe ich gesagt, selbstverständlich. Und sie sprach uns an und sagte, dass ihr Enkelkind von dem Lebensgefährte der Tochter misshandelt wird. Sie hat schon mehrere Institutionen angerufen, Polizei, und alle konnten nichts machen. Wir haben gesagt, liebe Frau, wir werden alles tun, um Ihnen zu helfen. Und wir haben dann sofort am nächsten Tag den Landesvorsitzenden vom Weißen Ring Hessen angerufen. Nach 4, 5 Tagen rief uns die ältere Dame an, unter Tränen hat sich bedankt, der Kerl wäre aus dem Haus. Und da denke ich doch, haben wir mit unseren Liedern, machen wir was richtig.
Wir sagen den Menschen einfach, passt auf unsere Kinder auf. Das ist doch das größte, höchste Gut, was wir in unserem Land haben. Wie lange seid ihr jetzt noch auf Tour? Ja, auf jeden Fall noch bis 2016. Können wir sagen, wir von Volks-TV unterstützen das natürlich, ich sowieso, ganz klare Jacke. Aber für unsere Zuschauer gibt es dann auch ein Glas Bier. Allemal, wir bringen eins mit, ein Stück Freundschaft muss sein. Ist ja auch ein Lebensmittel, wie ich gerade gelernt habe, kein Genussmittel. Ja, ein Lebensmittel, das ist ein Lebenselixier, musst du sagen. Noch besser, also Amigos und Musik sind einfach die beste Medizin, wir haben es gerade gelernt. Gibt es demnächst auf Krankenschein? Gut, ich weiß jetzt gerade nicht genau, was ich sagen soll. Ich werde versuchen, einen zu entwickeln. Den schicke ich euch dann und dann gebt ihr unseren Zuschauern genau diese Medizin persönlich. Das werden wir irgendwie dann arrangieren. Na? Und ich wünsche euch viel Glück für euer neues Album, wünsche euch viel Glück für eure Tour. Ich gehe davon aus, jetzt kennen wir uns so viele Jahre, wir sehen und hören uns so oder so immer wieder. Auf alle Fälle, und wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir bei dir sein durften. Vielen Dank bei Volks-TV. Hier sind die Amigos, der Karl-Heinz und der Bernd. Und wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Liedern bei Volks-TV.